Ja, hallo, Marius Ebert hier. Wir beleuchten wieder eine Aufgabe zur Finanzbuchhaltung. Diesmal geht es um Buchungssätze. Genauer genommen nicht um Buchungssätze, sondern um die dahinterstehenden Geschäftsvorfälle, die hinter den Buchungssätzen stehen. Das heißt, wir haben in der Aufgabe Buchungssätze. Hier zum Beispiel A, Kasse an Bank. Streng genommen heißt es ja per Kasse an Bank. Dieses erste per lässt man oft weg, so auch hier. Und die Frage ist jetzt, welche Geschäftsvorfälle verbergen sich hinter diesen Buchungssätzen? Welcher Vorgang steckt dahinter, wenn der Buchungssatz heißt per Kasse an Bank? Und eine zweite Frage sehen wir hier weiter unten, nämlich um welche grundsätzlichen bilanztechnischen Vorgänge handelt es sich? Und Sie wissen hoffentlich, hier ist gemeint, handelt es sich um einen Aktiv- oder Passivtausch? Die eine Gruppe der bilanztechnischen Vorgänge oder handelt es sich um eine Aktiv-Passiv-Mehrung bzw. Aktiv-Passiv-Minderung? Okay, dann wollen wir uns das mal anschauen. Der erste Buchungssatz heißt per Kasse an Bank. Wir können auch gerne noch einen Betrag annehmen, das haben wir ja auch weggelassen, aber können wir uns leicht was vorstellen. Per Kasse an Bank 1000 Euro. Was verbirgt sich dahinter? Welcher Geschäftsvorfall steckt dahinter? Für den Laien, der von der Buchführung, vom System der Buchführung keine Ahnung hat, entsteht ja hier der Eindruck, es ginge was von der Kasse an die Bank, weil es heißt Kasse an Bank. Und es ist genau umgekehrt. Es ist eine Umbuchung. Das ist der dahinterstehende Geschäftsvorfall. Aber wir müssen präzisieren. Eine Umbuchung von Bank auf Kasse. Ich habe mich nicht versprochen. Ja, Kasse an Bank bedeutet, das Kassekonto wird um 1000 Euro mehr in meinem Zahlenbeispiel und das Bankkonto wird um 1000 Euro weniger. Wir können uns also vorstellen, dass es im Unternehmen heißt, hör mal, wir brauchen hier auch ein bisschen Bargeld vor Ort. Ja, viele Kunden bezahlen bar, wir müssen auch rausgeben können. Hol mal was vom Bankkonto. Kasse ist ein Aktivbestandskonto, Zugänge werden im Soll gebucht und Buchungssätze haben immer die Struktur per Soll anhaben. Also ist ein Zugang auf dem Kassekonto um 1000 Euro und ein Abgang auf dem Bankkonto um 1000 Euro und es ist natürlich ein Aktivtausch. Die Vermögenswerte auf der Aktivseite der Bilanz haben ihre Daseinsform geändert. Kasse ist um 1000 Euro höher geworden, Bank um 1000 Euro weniger. Die Bilanzsumme insgesamt hat sich nicht verändert. Maschinen an Bank. Was verbirgt sich dahinter? Welcher Geschäftsvorfall verbirgt sich hinter diesem Buchungssatz? Maschinen. Da haben wir einen Zugang. Ja, Soll, Zugänge stehen im Soll. Maschinen oder eine Maschine. Ne? Das Konto heißt dann Maschinen, also das können jetzt mehrere Maschinen sein oder auch eine Maschine. Maschinen werden, geht es mal von mehreren aus, gegen Banküberweisung gekauft. Maschinen werden mehr um den finanziellen Gegenwert der Maschine und Bank wird um den entsprechenden Wert weniger und das ist natürlich auch ein Aktivtausch. C. Bank an langfristige Verbindlichkeiten. Diesmal haben wir, anders als bei den vorherigen Buchungssätzen, ein Aktivbestandskonto Bank und ein Passivbestandskonto, nämlich langfristige Verbindlichkeiten. Was passiert hier? Ein langfristiger Kredit wird aufgenommen. Warum langfristig? Weil es da steht. Ja? Langfristige Verbindlichkeiten. Das Bankkonto wird mehr. Und auf der Passivseite, das Konto langfristige Verbindlichkeiten wird auch mehr.
Das heißt, wir haben eine Aktiv-Passiv-Mehrung. Ich habe hier abgekürzt. A, Aktiv, P für Passiv, Aktiv-Passiv-Mehrung. Die Bilanzsumme steigt um den Kreditbetrag auf beiden Seiten natürlich, denn Bilanz heißt Waage. D, Rohstoffe an Verbindlichkeiten, ALL, das heißt aus Lieferung und Leistung. Das bedeutet, Rohstoffe werden auf Ziel gekauft. So nennt man das nämlich. Das ist ein Kauf auf Ziel. Man zahlt nicht sofort, sondern man hat ein Zahlungsziel. Ja, deswegen entsteht eine Verbindlichkeit aus LL, aus Lieferung und Leistung. Und auch das ist eine Aktiv-Passiv-Mehrung. Auf der Aktivseite werden die Rohstoffe mehr, auf der Passivseite die Verbindlichkeiten, aber nicht die langfristigen Verbindlichkeiten wie beim Bankkredit, sondern Verbindlichkeiten aus LL, aus Lieferung und Leistung. Das sind kurzfristige Verbindlichkeiten. E. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung an Darlehen. Was passiert hier? Das ist eine Umschuldung. Unsere kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung werden umgeschuldet und daraus wird eine langfristige Verbindlichkeit. Also Umschuldung, Doppelpunkt, kurzfristige Verbindlichkeit, nämlich hier aus Lieferung und Leistung, wird umgeschuldet. Aus der kurzfristigen Verbindlichkeit wird eine langfristige Verbindlichkeit. Und das ist ein Vorgang, der sich allein auf der Passivseite abspielt. Das heißt, das ist ein Passivtausch. Die Verbindlichkeiten auf der Passivseite haben ihre Daseinsform geändert. Es sind weniger kurzfristige und um die gleiche Summe mehr langfristige Verbindlichkeiten. Und F. Bank an Forderung aus Lieferung und Leistung. Bank wird mehr, Forderung aus Lieferung und Leistung wird weniger. Der Kunde, das ist ein sehr wichtiger Buchungssatz hier. Wenn das passiert, kommt Liquidität rein. Kunde bezahlt eine Forderung per Banküberweisung. Wenn man einen Lieblingsbuchungssatz wählen müsste, wenn Unternehmer einen Lieblingsbuchungssatz wählen müssten, dann wäre das wahrscheinlich der Lieblingsbuchungssatz. Denn jetzt kommt die Liquidität. Vorher hat man zwar das Produkt verkauft, aber der Kunde hat auf Ziel gekauft und jetzt bezahlt der Kunde, das heißt, jetzt kommt die Liquidität. Okay, und F ist dann natürlich ein Aktivtausch. Na, damit habe ich diese Frage hier, die untere Frage, auch mit gleich beantwortet. Okay, wenn Sie das Ganze noch einmal als Aufgabe mit Lösung noch einmal schriftlich haben möchten als PDF, damit Sie das auch zu Ihren Unterlagen nehmen können oder zu welchem Zweck auch immer, außer zu einem kommerziellen Zweck, das ist verboten, aber für Ihre private Nutzung ist das erlaubt, dann können Sie dieses PDF bekommen. Klicken Sie einfach auf den Link unter dem Video, geben Sie Ihre Daten ein auf der Seite, die dann erscheint, damit ich Ihnen dieses PDF zuschicken kann. Alles Gute, Marius Ebert.